Und der macht Geräusche, glaube ich. Ach du Scheiße. Okay, okay, Baby. Du willst es, ja? Du willst es, ja? Komm, ich gib's dir. Ach, ja, pass bloß auf hier. Ich hab ein Kreuz. Ach so, Mist. Das hatten wir ja schon. Aber ich hab's jetzt eben nicht nochmal gemacht. Aber wir haben es ja schon gehört. Okay. Was? Nein, ich habe nicht genau hingeguckt. Der hat sich wieder hingelegt, oder? Warte mal. Hat er? Ich glaube, der hat sich wieder hingelegt. Ich habe es genau gesehen, du Penner. Ich habe es genau gesehen. Tu nicht so, Alter. Wie er so tut. Ja, nö, ich war nicht wach. Ich lieg die ganze Zeit hier. So, und eben hat er festgebackt, als ich hier durchgehen wollte. Ach du Scheiße, ey. Okay, der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist da, deshalb. Du kleine, miese Ratte. Ich hab dich genau beobachtet. Ich hab dich genau beobachtet. Was soll ich denn machen, wenn er hochkommt? Ich kann doch nichts machen. Bleib weg. Fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Was kann ich hier machen? Ich darf mich dem nicht den Rücken zukehren. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Na, liegst du schön? Schläfst du, ja. Ja, du bist nicht... Hast du dich gerade bewegt? Hä? Hast du dich gerade bewegt? Kleiner Pinker. Ich hab den Kopf gesehen. Ich hab ihn genau gesehen. Ne? Boah, ist das eklig, Mann. Ich will mich gar nicht... Ich kann diese Geräte hier gar nicht bedienen. Was brauche ich denn hierfür? Hatte ich hier drin noch irgendeine Chipkarte oder irgend sowas? In der Art? Oder vielleicht... Die Tonband bringt da nichts. Mir ist wieder so warm. Mir ist bei so einem Horrorspiel immer wieder so warm, ey. Und das ist einfach so gemein, weil du dich einfach nicht umdrehen willst. Was? Und mein Kreuz? Mein Kreuz ist weg. Oh nein. Warte mal. Kann ich ihn überführen mit dem Salz irgendwie? Ich weiß, dass du lebst. Okay, also. Wir haben hier Sachen, die leuchten. Oh nein, fast wäre ich wieder reingebackt, ey. Aber hier können wir nichts machen. Wir können hier nichts machen. Und hier? Hier können wir auch nichts machen drauf. Ich höre jemanden atmen, hecheln, aber das ist nur da die Lüftung. So, er hat gesagt, nicht runtergehen. Was tun wir natürlich? Wir Vollidioten? Wir gehen runter. Rezeption. Also, wir sollen nicht ins Dritte gehen. Ich mach mal aus Spaß einfach mal die Eins. Scheiße, kann ich nicht. Die drei. Hä? Hä? Was? Hallo? Warum? Ich brauch doch irgendwas, oder? Kann es sein?
vielleicht brauchen wir ja doch das Teil. Alter, erschreck mich doch nicht so. Warte mal. Vielleicht brauchen wir es ja doch und können es da reinstecken. Wie ich die ganze Zeit dieses Kreuz einfach in der Hand halte, ey. Weil ich so eine Angst habe. Aber das ist natürlich doof mit dem Mikro und so. Ja, gut. Das muss man ja erstmal wissen. Will ich ja nicht vom Fleck, Alter. Kleiner Pinke. Ich warne dich. I think one of our aid workers is losing it. Finch is his name. I caught him drawing occult symbols to ward off evil, as he put it. He's a scientist. It doesn't make sense. We shouldn't have left Finch alone. Dr. Chen thinks he is conducting his own research. Last night, Finch, I could hear him through the vents, chanting like one of the local witch doctors. I worry he's completely lost his mind. Okay. Oder musste ich mir das alles anhören, damit erst wieder was passiert? Kann ja auch sein. Und jetzt kann ich sozusagen erst... Mit dem? Oh Mann ey, bin ich doof. Ich bin einfach nur doof. Haben wir gemacht. So. Haben wir noch was? Was wir irgendwie machen müssen? Eigentlich müssen wir den ja irgendwie starten. So, muss ich vielleicht die Tafel noch rausziehen? So, jetzt haben wir es nämlich gelesen. Do not go down. No. So. Ja, wir brauchen ja anscheinend irgendwas für den Fahrstuhl. Hey, Hopkins. Oder so. Alles gut? Ach, guck mal einer an. Sample 16. Ist ja nicht mal, dass wir irgendwie einen Code eingeben müssen oder so. Sondern... Ach, was haben wir denn hier? Gar nichts. Hier auch nicht. Scheiße. Sondern wir müssen da irgendwie, als wenn wir da was reinlegen müssten. Elevator Access. Placed in here. Was soll das sein? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe gar keinen Plan, was das sein soll. Ach, warte mal, hier. Hä? Wie habe ich das gemacht? Hä? Verstehe ich nicht. Ah! UV Explosion Experiment.
Ah, okay. Guck mal, könnt ihr euch auch nochmal durchlesen? Ihr seht das nämlich eh besser als ich auch. Hier sieht man Schritt für Schritt anscheinend, Tag von Tag 1 bis zu Tag 21 und so weiter. Ich weiß, ich gucke jetzt gerade nicht mehr nach hinten und es ist mir gerade sowas von scheißiger. Den soll er kommen, Alter. Infected Blood. Virus Network. Viruszelle. Okay, alle Abläufe. Status. Infection Rate. Die Infektionsrate. Ja, ich kann leider nicht so alles erkennen. Hier zum Beispiel die Schrift ist ein bisschen verschwommener bei mir. Number of Cells, wa? Glaube ich, steht da. Gut, dann sehen wir, woran sie schon mal hier erforscht haben. Diesen Virus. Haben sich gefragt, was das ist. Jetzt haben wir hier noch was. Von Finch. Von Moser. Ach, hier haben wir die Karten. Dann können wir ihm die vielleicht abnehmen von einem von den beiden. Hoffentlich nicht von der Leiche. Mose. Ach, drucken? Ich kann die ausdrucken. Oder? Bernhard. Finch. Bello. Was? Wie guckt die denn, Alter? Okay, gell. So, ich nehme mal hier von Finch. Print. Okay. Cool. Haben wir ausgedruckt. Und ich werde einen Teufel tun und mich einfach schutzlos umdrehen. Du Pisser, Alter. Wehe, du stehst jetzt vor mir. Wehe, ich warne dich. Weg hier. Na? Schläfst du gut? Da. Okay, hast es jetzt. Tschüss. Und schon kommt wieder diese Musik. Okay. Warte mal, sollte ich die lieber mitnehmen? Warte mal. Ich nehme die mit. Vorsichtshalber. Vielleicht brauche ich die nochmal. Was ist das für eine Musik? Was? Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh, was? Verpiss dich, du Ratte. Hä? Wir hätten auf die Warnung hören sollen. Er hat gesagt, wir sollen nicht runtergehen. Ich muss mal kurz nochmal die Cam checken. Und mein Mikro. Alter, heilige Scheiße, ey. Aber jetzt ist alles still. Was ist mit dem Salz? Diesen Mineralien? Soll ich eigentlich damit... Ach du Scheiße, ich glaube, wir haben uns infiziert. Ich werde mal gucken, ob ich das mit dem Salz mal machen kann irgendwie. Jetzt mache ich hier nochmal. Vor allem die Sache ist auch, für euch ist vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht denkt ihr euch so, was hat der denn, ist gar nicht so aufregend vielleicht, keine Ahnung, ja, wie ihr das empfindet als Zuschauer, aber ey, es ist einfach, du willst keinen Schritt weitergehen. Alter. Sind da Türen? Nee. Wo bist du? Du Mistratte. Oh, ja, was? Oh.
Oh, es ist eklig. Oh, mir wird ganz heiß. Alter, der fickt mein Verstand. Deshalb hat der eine sich auch umgebracht. Der Dämon geht in deinen Verstand rein. Oh, verdammte Scheiße. Na los, komm her. Oh nein. Was soll der Scheiß? Na los, wo bist du? Scheiße, Scheiße. Scheiße. Ich will da nicht rein. Ich will jetzt einfach mal testen, immer ein bisschen diesen... Sprüher. Nein. Zeig dich, du kleine feige Sau, endlich. Los. Ich laufe einfach geradeaus. Hier ist nichts passiert. Alter, dieses scheiß Huhn. Ich will mich nicht umdrehen. Ach du Scheiße. Ich habe eine Nachricht. Alter. Was? Den Sprüher. Wir brauchen den Sprüher. Wo ist er? Ich brauche den Sprüher. Nein! Ich habe meinen Sprüher freigelassen! Nein! Alter, guckt euch das an. Komm hoch wieder. Komm, jetzt kommen meine Superkräfte als Exorzist. Ach, da ist es wieder. Hä, was soll mir das jetzt bringen? Verdammte Scheiße. Ach du Kacke. Hua! I! Was? Da bist du! Hua! Geht ja auch schon rein. Guck mal, wir sind ganz dunkle Adern. Ich glaube, wir müssen ihn mit dem Salz rauslocken und dann fangen. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, guckt euch das an, ey. Das ist so eklig. Wo bist du, du verdammter Penner, ey? Er hat die Tür blockiert. Er hat die Tür blockiert. Das ist der Typ. Das sind alles die Leute. Uah! Ach du Scheiße, was soll ich machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll das? Verdammte Scheiße, lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Verpiss dich. Ach du Scheiße. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh mein Gott, sie sind alle vor mir. Ich hab irgendwie... Oh mein Gott, ey, ich bin gerade ein sehr schlechter Exorzist. Ich wäre schon längst tot. Komm raus. Da ist er. Ich sehe dich, du Pisser. Komm raus.
Links, ich sehe dich nicht. Und jetzt, Leute, nur mal so, stellt euch einfach vor, ihr steht wirklich in diesem Raum drinne. Und diese Figuren sind wirklich, was heißt Figuren, diese Leichen sind direkt wirklich um euch rum. Ich bin komplett umzingelt von denen. Na, gefällt dir das? Boah, Alter, du Mistratte. Ich brauche mein Kreuz, ich muss ihn irgendwie bekämpfen. Surrender your soul. I will not be cleansed now. Entweiche. Verpiss dich. Ach du Scheiße, was passiert da? Ach du Kacke. Du Scheißdämon, du bist so abartig hässlich. Du bist nur geboren zu werden, um von mir... Oh! Hingerichtet zu werden. Na gut, du bist mehr. Ach du Scheiße. Oh! Alter. Du willst spielen, ja? Du willst spielen. Komm schon, gib mir die Kraft, endlich. Gib mir die Kraft. Diesen Dämon hinzurichten, Mann. Komm schon. Um Gottes Willen, Mann. Los. Gib mir die Kraft. Komm schon. Los. Ich bin nicht so weit gegangen, um jetzt schon zu fallen. Du hässliches Wesen. Los. Ja. Geht dir das? Los, kommt, komm her. Wir müssen näher ran, Leute. Wir müssen näher ran. Abartiges Mistvieh, ey. Leichen. Nur wegen diesem scheiß Dämon, der die ganze Seuche verbreitet hat. Wir haben ihn endlich vernichtet. Wir wurden auf jeden Fall am nächsten Tag gefunden. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Mit vielen Fragen natürlich. Ich konnte jetzt gerade leider nicht alles lesen, tut mir leid. Aber ihr könnt es ja super nachlesen. Detective, a package arrived for you. It's on your desk. Alter. Alter Falter. Wir haben ganz schön viel gefunden. Warte mal, zeig mal. Zeig mir die Ergebnisse. Oh, oh. Ach so, Stabilität 25%. Don't get hit by flying objects. Ja, ich hab's probiert. Ich war ja so nah dran, ey. Der Wurf mit dem Stuhl da, ein Stuhlbein hat mich locker noch erwischt. Complete oder was? Alter. Nein, 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 nein! Okay, ich hab's nochmal ausgewählt aus Versehen. Ja, so, ich bin aus Versehen rangekommen auf die Mission, hab auf Normalspielen gedrückt. Dabei wollte ich einfach nur mal in die Blätter anschauen, aber greifen kann man die gar nicht. Aber man kann sich halt so ein bisschen anschauen hier so. Beweisstücke haben wir eingesammelt, Leser. Und jetzt, wo dieses Kapitel vorbei ist, denke ich mir ja selber auch. Ey, oh, was hast denn dich so gehabt, ey? Das war ja eigentlich voll kurz, ja? Und gar nicht so viel eigentlich, ja, so. Aber ey, steck mal da drin, nimm mal die Brille auf und spiel das Spiel. Oh Mann, dann ist schon ganz anders. Und wenn du nicht weißt, was passiert, dann denkst du, hinter jeder Ecke kommt was und da ist dunkel und vielleicht schreckt der gleich hoch. Wie zum Beispiel, der ist hochgekommen und dem muss ich da am Computer was machen und ich denke, der steht jetzt gleich hinter mir, ey. Warum ist er sonst vorher aufgestanden? So, Rocky Talkie?
Yes? Detective, check the board for open cases, please. Okay, alles klar. Detective, check the board for open cases, please. Yes, man, alles klar. Hast du schon mal gesagt. Detective, check the board for open cases, ich kenn die please. Alter. So, oh, wir haben eine Kassette. Wir haben eine Kassette. Wir haben eine Kassette. Wir haben eine Kassette. Hallo. Warte. Kann ich irgendwann? Ja, und halt wirklich, wie gesagt, das mit den Bugs, das nervt natürlich ein bisschen, ne? Wenn du da am Tisch drin bist. Ich laufe da ein bisschen ganz schön rein da, um das Blatt genau anzuschauen. Und steck den im Tisch fest. Ja, ist natürlich ein bisschen kacke. Dann muss ich nochmal extra neu starten. Das ist halt natürlich etwas, was einen ärgern kann. Ach, warte mal, hier ist ja Rekorder. Fuck. Nein. Komm her. Nein, wo ist es? Wo ist die Kassette? Gib her. Ja. So. Hallo? Oh, nicht schon wieder. Ich kann mich nicht bewegen. Mann. Warte, doch. Nein. Warte, okay. Ich pack die kurz dahin. Oh, kaum rede ich drüber, passiert's schon wieder. Jetzt geht's. Ey, das ist echt nervig. Das ist wirklich... Tut mir leid, muss ich echt sagen, das nervt mega. Muss man immer aufpassen, dass man nicht zu dicht rangeht. So, was haben wir denn hier? Guck mal. Geh mal zu Papa. Detective Jameson, Prisoner Interview. At New Hampshire. Detective Jameson, Prisoner Interview at New Hampshire CF. Oh, sieht so gut aus, ey, in VR. Where's the detective? I want Boston PD. You're in New Hampshire, pal. We ain't going on a field trip. I'm all you got. So you can tell me what you need. You're wasting time. I can feel Pazuzu clouding my mind. Has Uzi? Screw this. Guard! No, wait. I'll talk, okay? But you have to promise you'll get this to Boston PD. Just get on with it, pal. Detective, I hope you're listening because he is listening. He hears everything and has silenced all that oppose him. I know that he wants me next. But be warned, Detective. I'm not his prize. You are. This is going nowhere. You must go to his tomb. It's the only way. It sits sealed off below the border of Iraq and Jordan. Someone must have disturbed the excavation site. Please, Detective. That's enough. We're through here. I've got real work to do, you whack job. Detective Jameson, prisoner interview at New Hampshire CF. Yeah, wiederholt sich das jetzt? Look, pal. You gonna confess today, or is this another waste of time? Ani. Confession. Yes, I do have a confession. Alter, da ist der Dämon schon drin. I torture men for our own gain. I take their eyes to see. I take their tongue to speak. And I take their souls to feed. Okay, so who have you tortured? Give me a list. Oh, many, many, too many to count. You think me a copycat. You think me obsessed with the Gemini killer. You call me a copycat killer, but I am not. I am the original. I am the madness in the caves of Decapolis. I am wild dogs loose on the girl in Morocco. I am the claw in that priest's throat. I am the noose upon this man's neck. I am the voice in your head. Okay, fuck. Das sah gar nicht gut aus. Boah, ich hatte schon Angst, dass hier jetzt irgendwas hinter mir passiert. Jetzt kommt dieses Vieh irgendwie auf einmal. Ja, da war der Dämon drin. Zack, bum, bum. Und da konnten wir jetzt bei dem... Da hatte ich mich vorher schon immer gefragt, wofür diese Mineral-Salz-Sprüh-Dingsbums da ist, ne? Da konnten wir jetzt sozusagen den Dämon rauslocken. Und da hat er sich immer in diesen Leichen verzogen.
Nein, ich hänge schon wieder am Tisch. Im Tisch. Ja, komm, egal, wir wollen nicht mehr drüber reden, das nervt einfach, ne? Wir konnten ihn rauslocken und damit dann endgültig weghauen. So, hier haben wir noch was, ich kann es immer noch nicht so perfekt lesen. Aber ich halte es wieder mal für euch ran, ne? Ja. Sind es wir? Anscheinend, oder? Der Arme. Wir Armen, ey. Müssen hier wirklich noch Exorzismus betreiben, ey. Ja, dann würde ich aber sagen, dann war es das erstmal mit der Folge. Postmortem. Oh mein Gott. So, ja, und dann geht's hier ab zum nächsten, zum letzten Kapitel. Und da habe ich auch schon den Trailer gesehen. Und bei diesem Trailer, da hatte ich eigentlich ehrlich gesagt noch mehr Schiss. Ich muss aber sagen, bei dem Spiel, man hat ja trotzdem Schiss. Aber danach, so wie jetzt danach, sage ich mir, naja, die haben ja nichts gemacht. Gab's ja eigentlich wirklich kaum, eigentlich nicht wirklich einen Jumpscare. Gab's ja gar nicht, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und, ja, sonst greifen die dich ja auch gar nicht so doll an. Die stehen ja denn sonst da, du weißt Bescheid, Dämon ist da, der greift dich jetzt an. Da, du kannst ausweichen mit den Stühlen und so werfen. Ah, aber trotzdem ist es gruselig, wenn du halt drin bist. Als Zuschauer, ich weiß nicht, wie es als Zuschauer wirkt. Ja. Und beim letzten Kapitel? Da habe ich im Trailer gesehen, gehen wir tief, tief, tief rein in die Höhle. Da, wo der Boss-Dämon oder wo der Dämon haust und wir ihn verfolgen und ich denke mal, ich hoffe mal, endgültig zur Strecke bringen. Ja, und das sehen wir aber in der nächsten Folge von The Exorcist. Ich glaube, besser passt der Exorzist, sage ich jetzt mal, bei der Exorzist. Und dann gehen wir in die Höhle des Löwen. Und ich habe jetzt schon wieder Angstschweiß am Arsch, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Hm? Wenn ich nur daran denke. Aber egal, noch ein Kapitel ist vorbei. Und dann kommt schon bald das nächste. Vor allem zum Beispiel am besten noch Visage. Soll auch in VR rauskommen. Ja, gar kein Problem, ja. Dachte ich mir, kann ich schön welchen zugucken, die sich erschrecken nochmal beim Zocken. Hab mich schon gefreut, denn höre ich, es wird wahrscheinlich auch in VR vielleicht rauskommen. Super. Ist ja wieder ein Auftrag für mich. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Oh ja. Gut, dann verabschiede ich mich von euch und sage vielen Dank fürs Zuschauen wieder und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Piu, piu, piu.